Makes me know. Aktion Winterreifen aber sicher. Unter diesem Motto führte die Polizei und der Reifenhersteller Continental einen Aktionstag durch. Da es in Deutschland keine Winterreifenpflicht gibt, ist so eine Aktion sehr sinnvoll. Guck mal ein bisschen freundlicher. Noch freundlicher. Ja, nicht. Besonders Autofahrer und Lkw mit falscher Bereifung sorgten für Megastaus. Heute ist ein typisches Wetter. Wir haben oben 1 Grad. Also wenn es jetzt regnet, so wie jetzt, und dann kann es durchaus im Dorfhausberg schneien. Also das kann sehr akut werden heute. Ja, also die Information kann man noch mal den Sommerreifen mitgeben. Genau, und dann, wer jetzt ein bisschen mehr wissen möchte, beziehungsweise an der Verlosung teilnehmen möchte, der wird auf dem Parkplatz gebeten. Heißgetränke, ja. Wir haben Malbücher für Kinder da, zum Beispiel auch. Ja. Also, der soll einfach hierher kommen. Ja. Das heißt, ich würde vorschlagen, dass Herr Geier und vielleicht, oder dass Sie drei wechseln, dann auch mal reingucken sollen. Und den Sommerreifenfahrern schon was erzählen. Und wir haben hier als Präsentation unsere Präsentation zur Abo-Show. Da geht es im Wesentlichen zum Thema Glatteisunfälle. Wovor hat der Verbraucher Angst? Also ist ja witzig, dass der Stampieren hat. Ich glaube, über 20% hat man sich vorlesen. Da kann man ja gut erzählen. Und da gibt es eine ganze Menge Charts, die auch genügend Zeitung überschrieben. In Nordrhein-Westfalen. Das sind zwei leichte Knochen hier schon. Aber anstatt Schnee. Der Scheißhase ist ja nicht so eine Bucht. Jetzt lassen wir die Autos erstmal hochkommen und tun in der zweiten Spur. Erste. So, kein. Packt mal ein. Ihr müsst euch sehr besser mit meiner Kultur hinstellen. Das kann doch der eine immer machen. Wochen sind rein. Doch, kennst du schon. Wenn der Reifen hat, dann kriegt er ein kleines Geschenk. Da darf vielleicht weiterfahren. Wir brauchen eine Tüte hier. Aktion? In Ordnung, bloß das Wetter spielt nicht mit. Sollte noch mehr Schnee liegen. Entscheidung getroffen haben und für die Gegend brauchen sie vielleicht öfter mal einen Eiskratzer. Oder aber natürlich irgendwann sind neue Winterreifen fällig im Profiltiefenmesser. Das ist auch gut. Bitte.
Was sagen Sie zu der Aktion? Ich grüße Sie. Aber endlich davor. Mal wurde Zeit, dass es mal gemacht wurde. Ich bin schade, dass Herr Stolpe das abgelehnt hat, die Winterreifenpflicht. Mindestens im Mittelgebirge hätte er die. Warten Sie klar, Moment. Geht zu der Aktion? Super, schon korrekt. Jo, muss so gut, dass das gemacht wird. Jo. Ja, die müssen wir vorne dann parken dann. Einmal auf dem Parkplatz drauf. Mhm. Ja, alles klar. Okay. Was sagen Sie zu der Aktion? Ja, einwandfrei. Alter Harzer, wir kennen das nicht anders. Ne? Wenn das nicht anders hier wohnt, Anfang November kommen bei uns Winterreifen drauf. Ne? Ja, die Flachlandbewohner sozusagen, die halten immer den Verkehr auf. Genau, der war noch nicht hier. Ja, ist das rein, sag ich. Hier haben wir auch noch einen Eiskratzer. Dankeschön. Danke. Und Sie zu der Aktion? Ich finde das gut, denn viel zu viele fahren eben mit ganz normalen Reifen in der Harz. Das bringt jeden in Gefahr, sich selbst und andere. Genau. Ja, bei den Hausprodukten. Was? Meiner? Nein, natürlich keiner. Schönen guten Tag. Wir führen ja eine Informationsveranstaltung Winterreifen durch. Wunderbar. Haben Sie Winterreifen drauf? Auf keinen Fall, ich bin ja nicht im Winter. Möchten Sie trotzdem informieren? Wir sind aber schon im Winter. Nein, ich will hier wieder zurück. Ja, aber der Winter, der ist auch mittendrin. Schon ab 7 Grad sind Winterreifen vorteilhaft. Möchten Sie sich informieren lassen über Winterreifen? Ich will da drinnen Kaffee trinken. Und geben Sie ihm trotzdem ein paar Prospekte mit, die können sich durchlesen. Ist das ein Firmenwagen? Winterreifen drauf, hervorragend. Möchten Sie sich trotzdem noch beraten lassen über Winterreifen? Oder? Nee, eigentlich nicht. Okay. Wir kommen aus der Branche. Okay. Ja. Dann kriegen Sie Eiskratzer und für die Kinder haben wir noch ein paar Gummibärchen. Schön, dass wir noch ein paar. Vielen Dank. Was sagen die zu der Aktion? Ja, gute Sache, ist ja wichtig. Ne? Kennst du am See. WT danke. Ist Winter. Okay. Veranstaltung mit Continental für Winterreifen durch. Haben Sie Winterreifen drauf? 100%ig, aber ich will nicht, welche Marke. Bitte schön. Das ist eigentlich auch fast egal. Möchten Sie sich trotzdem informieren? Ich habe ja welche drauf. Die sind alle neu. Gut, dann noch ein schönes Wochenende und gute Weiterfahrt. Danke. Was halten Sie von der Aktion? Bitte? Was halten Sie von der Aktion? Super Sache, weil ich bin sowieso halt gesetzlich festgelegt werden muss, dass jeder Winterreifen fährt. Gerade wenn ich auch fährt. Das ist schon Verpflichtung. Wer Kinder hat, sowieso. Das gehört sich nun mal so. Also, dieses Fahrzeug ist mit Sommerreifen bestückt. Halten Sie von der Aktion? Sehr gut. Finde ich sehr gut. Find ich. Haben Sie selbst Winterreifen drauf? Aber sicher. Wie sich das gehört? Ja. Wunderbar. Wollen Sie auch noch was sagen? Nö. Ich dachte. Wir haben das schon heute Morgen im Radio gehört. Nein. Der Aktion? Finde ich sehr gut. Ganz prima. Haben Sie selbst Winterreifen drauf? Ja, ja. Sicher. Vorbildlich. Vorbildlich. Ja. Haben 15 Fahrzeuge Winterreifen. Ja, wie sich das gehört. Und das ist auch in Ordnung, dass das hier endlich mal so kommt, dass also diese anderen Leute gestoppt werden halt, ne? Weil das ist unverantwortlich, so draußen rumzufahren, ne? Dankeschön. Wir machen eine Aktion pro Winterreifen, das heißt im Winter sollen ja Winterreifen genommen werden. Ab 7 Grad hat der Winterreifen dem Sommerreifen gegenüber ja einige Vorteile. Sie haben sie drauf, deshalb hervorragend. Wir sind so begeistert, dass Sie von uns jetzt auch eine Kleinigkeit bekommen. Und zwar, weil ja Winter ist und es gelegentlich mal frieren kann. Einen Eiskratzer kann man gebrauchen. Etwas Süßes. Was halten Sie von der Aktion? Schöne Aktion, wichtig, gerade für den Harz. Wenn man hier rein will, dann braucht man nun wirklich auf Winterreifen. Kann doch mal schnell mal schlafen. Sie selbst fahren ja Winterreifen. Ständig. Ich gehe auch nicht in Hausschuhe aus der Haustür im Winter, nicht? Nö, gar nicht schlecht. Hier sind was kann ich für Sie tun? Eigentlich wollten wir was für Sie tun. Wir machen eine Aktion hier pro Winterreifen. Das heißt, im Winter, in der Wintersaison, so ab Oktober, sollte man ja Winterreifen fahren. Sie fahren Winterreifen, Sie wissen weshalb. Ja. Und weil Sie das so hervorragend gemacht haben, bekommen Sie von uns ein kleines Geschenk. Und zwar ein Eiskratzer, ein Profiltiefenmesser, denn unter 4 mm sollten die Reifen kommen, weil sie dann die Effektivität ja auch verlieren. Und wenn wir es schaffen, auch noch etwas Süßes, das so ein bisschen mehr versteckt. Ja.
Keine Sorge, wir haben nicht weiß gemacht. Das sind Ganzjahresreifen. Ganz genau. Aber die haben welche? Ganzjahres. Das Fahrzeug hat nur Ganzjahresreifen. Winterreifen brauchen, ist schon mal gut. Wenn wir trotzdem informiert werden über Winterreifen. Okay. Na, nicht, danke. Nicht ins Lächeln. Nein, zur Belohnung gibt es jetzt mal was vom Continental hier. Die Kontrolle finde ich eigentlich ziemlich gut, weil damit die Leute wissen, dass eigentlich auch im Winter auch Winterreifen gefahren werden soll. Sehr ernst. Nee, ehrlich. Fahren Sie selbst Winterreifen? Ja. Ich meine, soll auch zum Beispiel auch Winterreifen so lange fahren, damit sie auch viel Profil haben. Denn ab 4 mm, wenn auch viel Schnee liegt, dann kann das auch passieren, wenn zu viel Schnee liegt, dass dann auch mal ein Rutschen kommt. Na gut, wenn Eis ist, dann ist eben Eis, aber Winterreifen sind schon besser. Denn auch bei 7 Grad sind sie auf jeden Fall besser wie Sommerreifen. Dankeschön. Für die Aktion. Was halten Sie von dieser Aktion? Ich finde es sehr gut. Sie selbst fahren Winterreifen? Ja, Winterreifen. Grundsätzlich, weil es besser ist. Wir machen das auch gerne. Winterreifen brauchen wir leider nicht für den Schnee, sondern für Außenwärmepanzer. Das Fahrzeug ist mit Sommerreifen gesteckt. Moin, so. Wir sind ja jetzt auf dem Winterreifen durch. Ja. Die haben welche drauf? Ja. Das ist gut. Möchten Sie trotzdem einfach mitwählen über Winterreifen? Gibt auch drinnen Tassen Kaffee, Windspiel noch. Wir haben eigentlich gar keine Zeit. Ja, ist okay. Kriegt die noch kurz. Unterwegs so ein bisschen was? Dankeschön. Und einen schönen Sonntag noch. Mein Mann hat auch noch. Der hat auch Winterreifen. Ja, ja. Winterreifen. Wenn Sie das beweisen, kommen Sie in einer halben Stunde wieder mit vorbei. Alles klar, machen wir. Okay, ciao. Tschüss. Viel Spaß noch. Danke. Okay, was hat er drauf? Summertime. Shit. You've got your summer tires on the car and, you drive in a winter area. And that's not good. The weather is not the best and it's... You have, when you look for the next car, you have to rent a car which winter tire. It's better. Okay? It's possible. Dieser Mietwagen ist mit Sommerreifen ausgestattet. Jawohl, reicht. Jawohl. Moin, keine Sorge, haben nichts falsch gemacht. Wir führen dir eine Informationsveranstaltung über Winterreifen durch. Sie haben welche drauf, das ist sehr gut. Ja, aber eine Mischbereifung. Der Experte kommt jetzt. Dann, also dann machen wir weiter da. Das ist ein bisschen ungünstig. Sie fahren vorne ein anderes Fabrikat als hinten. Und dadurch entstehen unterschiedliche Eigenschaften. Dann haben Sie sagen Sie Winter dran. Ja, ich habe nur auf Finden Sie die Aktion? Ich finde das gut. Die finde ich unverantwortlich, wenn die Leute mit, ohne Winterreifen hochfahren. Sie selbst haben Winterreifen drauf. Selbstverständlich, auf allen Fahrzeugen. Wie sich das gehört. Dankeschön. PKW-Fahrer, die Fahrzeuge mit Winterreifen ausgerüstet hatten, wurden von Conti mit Werbegeschenken wie Eiskratzern und Profiltiefenmessern belohnt. Darum kriegen Sie das von Conti noch und ich wünsche einen schönen Sonntag. Das gleiche wünsche ich Ihnen auch. Was halten Sie von der Aktion? Ich finde sie sehr gut. Vor allem, wenn auch mal die keine. Das ist mir egal. Also wenn es Winterreifen sind, dann reicht mir das. Das ist schon okay. Aktion? Ja, sinnvoll, ja. Sie selbst fahren Winterreifen? Ja. Immer? Immer. Dann bedanke ich mich und wünsche gute Fahrt. Ja. Wie finden Sie die Aktion? Gut. Fahren Sie selber auch Winterreifen? Wir fahren selbst Winterreifen. Schon immer?
immer, vom November bis April. Vorbildlicher Fahrer. Jawohl. Dann wünsche ich Ihnen gute Weiterfahrt und schönen Sonntag. Hm, danke. Für Sie die Aktion? In Ordnung. Bin ich also wirklich in Ordnung, denn viele Leute, die hier raufproben, sage ich mal, haben sie immer noch nicht geladen. Mit Sommerreifen hier rauf ist einfach nicht drin. Ja? Bis ab Ende Oktober sind Winterreifen angesagt, bis Mitte April und dann ist gut. Sie selbst fahren Winterreifen? Ja, sicher. Dann bedanke ich mich fürs Gespräch, wünsche schön. Wir führen diese Aktion durch, weil wir viele Male im Jahr die Bundesstraße 4 zwischen Bad Harzburg und dem Torfhaus sperren müssen. Wir müssen sie deshalb sperren, weil sommerbereifte Fahrzeugführer bei Einsätzen im Schneefall oder bei gefrierender Glätte, gefrierendem Regen einfach nicht mehr weiterkommen und bedingt dadurch dann auch die vernünftig bereiften, also winterbereiften Fahrzeuge querstehen und dann die Streudienste auch keine Chance mehr haben, dann die Straße wieder frei zu bekommen. Aufgrund dieser Vorfälle, die seit vielen Jahren hier eigentlich tägliches Brot sind, haben wir uns entschlossen, viermal an einem Sonntag eine Aufklärungsaktion durchzuführen. Heute ist die zweite Veranstaltung. Wir erreichen ca. 800 bis 1000 Fahrzeuge, die wir direkt ansprechen können. Wir haben festgestellt, dass wir etwa 20% sommerbereifte Fahrzeugführer dabei haben und unsere Intention ist eigentlich, diesen Autofahrern zu vermitteln, dass sie es sind, die sich und anderen den Spaß verderben, nämlich ein schönes Wochenende oder einen schönen Winterausflug im Harz zu erleben. Wir erhoffen uns, dass wir die Winterreifenquote noch steigern können und vor allen Dingen, dass wir, wer keine Winterreifen hat, vielleicht auch gar nicht erst bei einem Wetter, wie es auch heute ist. Es nieselt, wir haben hier unten etwa 4, 5 Grad und oben 1 Grad und man weiß, dass also dann schon das Ganze, der Regen übergehen kann in Schnee. Aber leider denken einige dann nicht dran und dann haben wir eben das Chaos.